Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Luke und ich spreche über die Themen Minimalismus und einen bewussten und achtsamen Lebensstil. Und heute geht es mal wieder um das Thema minimalistisch wohnen, minimalistisch einrichten. Denn heute möchte ich dir 5 IKEA-Lieblinge zeigen, die, wie ich persönlich finde, sehr ästhetisch sind, sehr toll in eine minimalistische Wohnung passen. Und ja, ich freue mich sehr aufs heutige Video. Von daher würde ich sagen, lass uns anfangen. Let's go! Bevor wir das Video beginnen, einmal kurz ein Punkt zum Thema Nachhaltigkeit. Wie du weißt, ist IKEA mit Sicherheit nicht das nachhaltigste Unternehmen, wenn es um das Thema Möbel geht. Wir persönlich legen recht viel Wert eigentlich auf nachhaltige Möbel. Manchmal sind sie uns eben aber zu teuer. Wir haben darauf geachtet, dass unsere Grundmöbel, also sowas wie jetzt eine Kommode oder Schreibtisch, Esstisch und so weiter, aus nachhaltigen Materialien sind. Aber alles haben wir uns eben einfach nicht nachhaltig geleistet und deswegen haben wir auch hier und da einige Sachen von IKEA, die wir persönlich sehr schön finden und die möchte ich dir jetzt heute vorstellen. Der allererste Punkt und der ist, wie ich persönlich finde, wunderschön und zwar ist das der Spiegel von Stockholm, beziehungsweise der heißt Stockholm. Der ist in so einem wunderschönen Walnussbraun und hat ist unten so ein bisschen breiter, also wie ich persönlich finde, sehr, sehr ästhetisch. Und ist einfach sehr, sehr groß, macht auch natürlich den Raum größer. Wenn man sich etwas weiter wegstellt, kann man sich sogar ganz sehen. Ich meine, der hat damals 79 Euro gekostet. Den gibt es auch noch in etwas hellbraun. Die haben auch ganz normale runde Spiegel, also jetzt ohne Holz. Und wie ich persönlich finde, ist das einfach ein unglaublich ästhetischer Spiegel. Könnte man mit Sicherheit auch fürs Badezimmer nutzen. Ja, wie ich persönlich finde, aber einfach ein unglaublich schönes Teil. Der zweite Punkt ist dieser Tisch. Wir nennen ihn immer den Minimalistentisch. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, warum. Ach genau, ich glaube, weil ich daran immer früher gearbeitet habe. Deshalb, was ich so persönlich so schön an dem Tisch finde, ist, dass er eben unglaublich mobil ist. Ich finde, dass eine minimalistische Wohnung, also ein Vorteil von einer minimalistischen Wohnung ist, dass du eben so viel Platz hast, dass du die Sachen ständig rumtragen kannst. Also wir haben zum Beispiel, also verschieben kannst. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade aktuell unseren Esstisch im Wohnzimmer und nicht in der Küche. Mein Schreibtisch verschiebe ich auch regelmäßig und so ist es eben auch mit diesem kleinen Tisch. Manchmal arbeite ich dran oder repariere Sachen dran, manchmal nutzen wir ihn aber eben auch als Beistelltisch oder auch einfach als Aufbewahrungstisch und ich finde, der ist eben einfach so unglaublich versatile, also hat so viele verschiedene Funktionen und deswegen finde ich den cool. Ich meine, der hat damals 49 Euro gekostet und gibt es, soweit ich weiß, auch nur in dieser Farbe. Der dritte Punkt ist ein Jackenhalter. Den hat Vicky mitgebracht, als wir zusammengezogen sind und wie ich finde persönlich mega praktisch. Sie hatte den damals bei sich in der Wohnung, jetzt haben wir den draußen vor der Wohnung und da hängen eben unsere Jacken drauf und obendrauf haben wir sowas wie Fahrradhelme und mein Rucksack liegt dort auch. Und ich finde, der sieht mega cool aus. Wir haben dazu noch die Schuhschränke von IKEA und finden, dass das einfach sehr gut passt mit dem Weiß. Und der einfach, ja, sieht einfach toll aus. Also ich finde, diese Stehenden sind manchmal, also sie sind schon praktisch, aber wir haben nicht so viel Platz dafür und da passen halt nicht so viele Jacken drauf. Und da passen irgendwie mehr oder weniger alle Jacken drauf, die drauf passen müssen. Wie teuer der war, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich meine auch 49 Euro, weil wir den noch einmal gesehen haben beim IKEA. Müsste ich jetzt allerdings nochmal nachschauen. Der nächste Punkt ist der Ratternkorb. Und zwar, diesen Ratternkorb habe ich nicht gekauft, sondern den habe ich von der Müllabfuhr gerettet. Und zwar, als ich mal dort Holz weggebracht habe, lag der beim Holz und war völlig intakt. Und dann habe ich den mit nach Hause genommen. Ich persönlich finde den mega schön. Man kann super toll Pflanzen drauf platzieren. Man kann den aber auch wir haben den ganz lange als Puff genutzt. Das heißt also, wir haben dort, wir haben dann als so eine Art Fußablage genutzt. Wir haben dann eine Decke draufgelegt und dann kann man seine Füße drauflegen. Das Problem ist nur, dass der eben nach der Zeit, hat man schon das Gefühl, dass der bricht. Gerade wenn man jetzt etwas schwerere Beine hat. Deswegen haben wir den jetzt gegen einen richtigen Puff ausgetauscht. Man kann aber auch Bücher drin lagern. Also wie ich persönlich finde, oder auch als kleinen Tisch benutzen. Also ich persönlich finde auch ein Produkt, was einfach ganz, ganz viele Funktionen irgendwie erfüllt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie teuer der ist. Ich weiß auch gar nicht, ob es den noch gibt bei IKEA. Aber wie ich finde, einfach ein super schöner Korb, weil der sich eben auch farblich total in eine minimalistische Wohnung anpasst. Und was eben auch toll ist, ist, dass durch diese Naturmaterialien kann man auch eben, wenn das jetzt dein Wunsch ist, diesen skandinavischen Stil bei sich zu Hause so ein bisschen mehr etablieren.
Und der letzte Punkt, und den seht ihr jetzt hier direkt neben mir, das ist diese Standleuchte. Und zwar diese Standleuchte ist halt, wie ich finde, eine unglaublich schöne Standleuchte, halt ja auch sehr, sehr skandinavisch mit diesem Weiß und dann diesem, ja, diesem hellen Holz. Ist ein Staubfänger, muss man sagen. Also man muss es schon man muss schon diese Leuchte bzw. diese Ablage recht häufig von Staub befreien. Aber das ist ja jetzt so an sich kein Problem. Wir haben hier jetzt eine dimmbare Lampe drin. Das heißt, man kann hier verschiedene Helligkeitsstufen machen und auch Farbstufen. Also abends haben wir zum Beispiel eher so einen rötlichen Ton, weil es einfach nicht so aggressiv ist für die Augen. Und tagsüber haben wir es eben meistens ganz hell. Und ich finde, diese Lampe leuchtet einfach sehr, sehr schön den Raum aus. Ich meine, die hat damals 89 Euro gekostet oder 79. Die gibt es auch sogar noch in klein, die ich persönlich finde auch ganz schön. Aber die große ist ja einfach deutlich schöner und gibt einfach ein total angenehmes Flair. Und ja, ist einfach ja, eine sehr, sehr schöne indirekte Lichtquelle. Wir haben ja sowieso gerne indirektes Licht, sehr, sehr gerne. Und ja, das waren eben meine fünf Sachen, meine fünf IKEA-Lieblinge. Ja, gerne kann ich dann auch eine kleine Erweiterung zu machen. Es gibt noch so ein paar Sachen, die ich mit Sicherheit auch noch hätte erwähnen können. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Vielen, vielen Dank und ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.